LucasArts Entertainment Company. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Story und Design von Glenn Howard und Noah. Programmiert von Michael Stemmler. Ron Baldwin. Tony Hache. Jean Clark. Brett Barrett. Na gut, Jones. Wie wirst du diese Statue in all diesem Müll finden? Und damit herzlich willkommen zu Let's Retro. Ja, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eins meiner ersten Spiele, die ich wirklich durchgespielt habe auch schon. Wobei das jetzt auch schon gefühlte 20 Jahre her ist, aber eigentlich nur 10. Ja, es dürfte vielleicht auch ein paar mehr als 10 sein inzwischen, aber ja, es ist trotzdem immer wieder schön. Dies ist eine Skulptur von Shiva. Das ist eine Art Urne für Begräbnisse. Markus denkt, dass diese Truhe mal Kolumbus gehörte. Ein echter Kerzenhalter. Armer Markus. Er dachte, dies sei ein Maasai-Krieger. Und da sind wir einen Stock weg, tiefer gelandet. Hintergrundbilder von Chefkünstler William L. Ach, das geht so schnell. Ich meine, ihr könnt ja lesen. Möchte ich jetzt nicht alles vorlesen. Mal gucken, wann er wieder zu sich kommt, unsere Indie. Die Filme waren ja schon alles interessant. Ich habe sie alle gerne geguckt. Und jetzt spielen wir das mal. Eins von L. Auf dem Aufkleber steht... Nicht identifizierte Tonscherben. Sieht wie eine Perlenarbeit aus der Phoenix-Sammlung. Markus glaubt, Potlatch-Indianer hätten den geschnitzt. Sieht eher aus wie ein Filmrequisite. Sieht wie eine Textilien aus der Sammlung, aus der Sherwood-Sammlung aus. Sieht gefährlich aus. Und noch einmal ein Stockwerk tiefer. Eine ordentliche Eins auf die Birne bekommen, unsere Indie. Ja, ja. Mal gucken, was uns so alles hier bevorsteht. Es gibt auch mehrere Wege durch das Spiel. Und mal gucken, was sich halt so ergibt. Ne? Bücher über Werkzeuge. Die habe ich alle schon gelesen. Aber wir wollen hinten raus. Wieso kannst du da nicht lang? Die Treppe ist frisch gestrichen. Okay. Mit Bücher über Statuen. Wieso nicht eine Statue? Dann sind Bücher über Statuen noch immer gut. Diese Bücher kenne ich noch nicht. Hoppla. Und noch ein Stockwerk tiefer. Ach, macht alles kaputt hier, der Junge. Ach ja. Na komm. Also hier ist ein Fall in der Tiersammlung gelandet, würde ich mal sagen. Wir sollten uns mal um das Dach kümmern. Echt jetzt? So maroden Dach. Eine billige Kopie eines siamesischen Stücks. Ah! So, jetzt sind wir aber am tiefsten Punkt angelangt, weil ich glaube noch tiefer als Keller geht nicht, oder? Ach ja, tun wir mal unser Bestes. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Uhr geguckt. Aber so einen groben Überblick habe ich. So, er ist heiß. Der Ofen ist heiß. Wisst ihr Bescheid? Der Preis ist heiß, der Ofen ist heiß. Dreckiger Lappen, können wir den mitnehmen. Ein ziemlich alter Lappen. Ah, verdammt. Hier ist ja, wonach ich suche.
einem somit seltsames Ding. Wo mag es das nur wieder her hat? Und fragen Markus. Der Markus ist der Rechte von beiden. Ich bin wieder da. Indy! Sie sehen nicht besonders gut aus, Dr. Jones. Unsere Sammlung zu durchstöbern kann etwas gefährlich sein, Mister. Wie war doch noch gleich Ihr Name? Smith. Sagen Sie, haben Sie ein Schloss für meinen Schlüssel gefunden? Darauf können Sie wetten. Sehen Sie. Worauf warten Sie? Machen Sie es auf. Warum nicht? Es ist offensichtlich eine Fälschung. Sie mögen so denken, Doktor. Aber ich glaube, wir öffnen ein neues Kapitel der Geschichte. Oh mein Gott, Indy, es ist eine kleine Metallperle. Vielleicht eine Art Schmuck? Ich glaube immer noch, dass es eine Fälschung ist. Dann kann ich sie böse, wenn ich sie mitnehme. Also wirklich, Mr. Smith? Bleiben Sie zurück, Gentleman. Ich hoffe, Sie haben ein Fluchtauto bereits vor der Tür stehen. Sie werden eines brauchen. Wo ist Fritz? Wer ist denn kommen? Aber wir haben seinen Mantel, Markus. Hey, was ist das hier? Klaus Kerner, wie? Guter Gott, Indy, der Mann ist ein Agent aus dem Dritten Reich. Was macht ein Spion mit einer gefälschten Statue? Ich habe gelogen, Markus. Ich glaube, es ist keine Fälschung. Ich habe dieses Stil nie gesehen. Aber sie war alt. Sieh mal, was unser Freund noch bei sich hatte. Eine alte Ausgabe von Bildern der Archäologie. Und das bist du in Island. Ja, Ausgrabungsexpedition auf der Jastro-Expedition. Mein erster echter Job. Wer ist diese Frau? Sophia Hapgood. Sie war meine Assistentin. Eine verwöhnte reiche Göre aus Boston, die gegen ihre Eltern rebellierte. Wo ist sie jetzt? Sie gab Archäologie auf, um ein Medium zu werden. Seltsame Berufswahl. Das kannst du laut sagen. Indy! Kerner hat dich gefunden. Was macht er, was, wenn er sie findet? Wir müssen diese Frau warnen. Du hast recht. Und ich will mehr über diese Statue wissen. Weißt du, Markus, das kälteste Jahr meines Lebens war das Jahr in Island mit Sophia. Ja, und auf geht's vom Barnett College nach New York City. Ah, und das erste Mal können wir richtig arbeiten hier. Das ist eine Zeitung von heute. Okay, Zeitung von heute. Dieses Foto wurde vor langer Zeit gemacht, als ich glaubte, wir zwei könnten uns mögen. Ich kann nicht telefonieren. Ich habe kein Kleingeld bei mir. Gut. Kleingeld hast du keins. Hm.
Nicht abgeschlossen. Was willst du, Bursche? Das ist nicht die Kasse. Ich bin der Feuerschutzbeauftragte. Wofür hältst du mich? Ein Dummkopf? Einen Augenblick noch. Ja, wofür? Ich gehöre zur Band. Madame Sophia hat keine Band. Einen Augenblick noch. Warum kannst du kein Nein verstehen? Ich muss wirklich mit ihrem Star reden. Halt! Sie brechen mein Herz! Es geht um Leben und Deutsche. Leben und was? Wenn ich es richtig bedenke. Einen Augenblick noch. Ja, wofür? Lass mich rein, du hässlicher Albtraum. Was war denn das für eine Beleidigung? Was denken Sie denn? Ich denke, ich hab's satt, vom hochnäsigen College-Jungen belabert zu werden. Und ich denke, du solltest dich entschuldigen. Warum sollte ich, du Wanne voller Fett? Das war's, Schlaumeier. Hoch die Fäuste! Hau mir mal schön auf die Fresse. Büff! Aufs Maul, aufs Maul. Und auf den Innenbauch. Und aufs Maul. So. Und da hält er wie ein Schwein die Wanne voller Fett. Je größer sie sind, desto, ihr wisst schon. Ja, dann gehen wir doch mal rein. So, dann reden wir doch mal hier mit dem Beleuchter. Gucken, was er uns zu sagen hat. Entschuldigen Sie. Ah, Sie müssen der neue Rausschmeißer sein. Wurde auch Zeit, dass jemand Biff ersetzt. Er hatte ja nur Krütze im Hirn. Ich muss mit diesem sogenannten Medium reden. Für Angestellte immer noch Madame Sophia, klar. Entschuldigen Sie. Nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Show. Hier, meine Freunde, ist Atlantis. So wie es in der Glanzzeit ausgesehen haben könnte. Ruhmreich, wohlhabend, gesellschaftlich und technisch fortgeschritten. Jenseits unserer wildesten Träume. Vor 5000 Jahren, als alle anderen noch Tierhäute trugen, wagten die mächtigen Denker von Atlantis, eine Stadt zu bauen, in der Wissen und Macht in Zufriedenheit vereint waren. Jahrhunderte später schrieb der berühmte Philosoph Plato darüber. Er vermutete Atlantis auf einem Kontinent weit draußen im Ozean und beschrieb eine Aufteilung in drei kreisförmige Teile, so wie Sie sie hier sehen können. Ist nicht fabelhaft, sie könnte noch stundenlang reden. Ja, irgendwas müssen wir doch hier noch machen. Entschuldigen Sie. Psst, jetzt kommt der interessante Teil. Was kam über diese großartige Stadt? Wir werden es nie genau wissen. War es ein Meeresspiegel, der langsam anstieg? Oder die Erdkruste, die sich plötzlich verschob? Was auch immer geschah, Panik musste Atlantis-Bürger ergriffen haben. An dem schrecklichsten Tag, an dem das Stolz Atlantis in den Wellen versank. Oder vielleicht war es ein Vulkanausbruch und selbst heute wäre noch etwas zu finden. Bei einigen Fragen ist der große Geist meiner Gedanken lenkt. Der
alle Szene nur Abdal sein. Völlig verschwiegen. Ich habe das schon 100 Mal gehört. Diese Frau hört einfach nicht auf. Entschuldigen Sie. Ja, was jetzt? Sie sehen müde aus. Soll ich übernehmen? Nö, früher oder später muss sie den Geist da draußen rausfahren. Das ist immer ein spannender Moment. Entschuldigen Sie. Ja, was jetzt? Wollen Sie nicht vielleicht lieber etwas anderes tun? Was denn? Das Showgeschäft ist mein Leben. Wird Ihnen denn nie langweilig? Sie redet und redet, aber es ist mein Job. Entschuldigen Sie. Ja, was jetzt? Haben Sie keine Hobbys? Sicher, ich lese gern. Wenn ich Ihnen nun etwas zu lesen gäbe? Ich könnte ja mal reingucken. Dann gib. Zeitung an Beleuchter. Hier. Ja, die Spätausgabe. Ob die Dockers wohl gewonnen haben? Passen Sie mal kurz auf das Licht auf, ja? Und weg ist er, der Alte. Schauen wir doch mal. Ein Hebel. Okay, benutze Hebel. Das klappt so nicht. Mittlerer Hebel, das klappt auch nicht. Und der linke Hebel, das klappt auch nicht. Benutze Knopf. Nichts passiert. Drücke rechter Hebel. Okay, das sieht schon mal positiv aus. Linken noch. Und es ist grün. Dann drücke Knopf. Und da geht er hin. Und ich fühle immer noch die Gegenwart von Atlantis durch. Darf ich Ihnen nur Abdal präsentieren? Den großen atlantischen Gott des Betrugs. Betrugs. Danke, Indiana Jones! Du hast vielleicht Nerven. Zurück, du Karnevalsfigur. Oh, prima. Gute Nacht, Leute. Kommen Sie, Mister. Ich muss mal ein paar Takte mit Ihnen reden. Na, das war ja auch längst überfällig. Oh nein! Mist, Kerner war zuerst hier. Bleib hier. Niemand hier. Oder hier. Herr Bauer, gute Nachrichten. Telegrafieren Sie Dr. Übermann, informieren Sie ihn, dass wir Muster haben, von dem wir sprachen. Und da geht er hin, der Smith. Das ist das zweite Mal, dass mir Kerner durch die Finger schlüpft. Was wollen die Deutschen mit den alten Statuen? Schon die Zeitung gelesen? Hört ihr das an? Deutsche beanspruchen Sieg im Weltrennen über die Spaltung des Uranatoms. Wissenschaftler Dr. Hans Übermann kündigt Pläne an, neue Energiequellen für das Dritte Reich zu schließen. So. Komm schon, ein paar Tonnen machen doch nichts aus.
Natürlich nicht. Deswegen suchen sie ja nach der Macht von Atlantis. Mal im Ernst. Ich dachte immer, du gäbst eine gute Wissenschaftlerin ab. Trotzdem hast du nie über deine Funde geschrieben. Artefakte, die vorher keine Archäologie gesehen hat. Sei froh, dass ich dich nicht einsperren lasse. Na, dann habe ich halt ein paar Stücke behalten. Schau mal nach der kleinen Metallperle unter dem Zeitungsausschnitt auf dem Tisch. Was soll man da sagen? Kerner hat den Hauptgewinn verpasst. Was? Mein Halsband. Pass genau auf. Diese Perle ist aus Orichklamm, dem geheimnisvollen Metall, das Plato erstmals erwähnte. Ich stecke es nun in den Mund des Medaillons. Ach ja. Hast du das gesehen? Ja, gruselig. Hast du deine Stromabrechnung bezahlt? Das war nur Abzahl. Sein Geist ist nahe. Näher als Atlantis, das ist sicher. Angenommen, ich schenke diese Orichkaglum-Geschichte Glauben. Was ich nicht tue. Dann haben wir keine Idee, wo dein Mythos zu finden ist. Psst! Ich empfange etwas. Nur Absal spricht. Er bittet uns. Was? Ein Buch, ja. Den verordneten Dialog Platos zu finden. Noch so eine Legende. Das steht in keiner Bücherei der Welt. Aber wenn nur die Deutschen schon die Kopie gefunden haben. Schon mal daran gedacht? Du hast den Krempel in Island gefunden, ja? Ja, nahe unserer alten Ausgrabung. Das dachte ich mir. Wer arbeitet da zurzeit? Björn Hamdahl, glaube ich. Vielleicht sollten wir ihn mal besuchen. Was meinst du? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Jo, und ab geht's von New York nach Island. So, mal gucken, ob wir den Björn Hamdahl finden. Oder auch nicht. Aber erstmal sind wir hier bei der alten Ausgrabungsstätte. Und ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um die Aufnahme abzuschließen. Bisschen Überlänge jetzt. Und ja, mal gucken, wie lang die nächsten Folgen werden. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüssi.